Pangerl und Voigt, eine Schreinerei im bayerischen Regensburg. 9 Angestellte und 2 Auszubildende produzieren hier Küchen, Badmöbel, Einbauschränke und Dachschrägen. Seit 14 Jahren gibt es den Betrieb. Wie gesagt, wir haben zu zweit angefangen, haben dann nach 2 Jahren einen ersten Gesellen eingestellt und mittlerweile sind es 9 Angestellte. Hauptsächlich werden bei uns kunststoffbeschichtete Platten verarbeitet. Leider muss ich sagen, weil das Holz eigentlich immer weniger wird. Das ist einfach der Preis. Kunststoffbeschichtet, das geht schneller, somit kann man ganz anders kalkulieren. Und ja. Mittlerweile sind ja die kunststoffbeschichteten Platten so gut, dass man es fast nicht mehr wegkennt vom Holz. Das Unternehmen erledigte den Zuschnitt bisher auf einer Formatkreissäge. Nun arbeitet das Team zum ersten Mal mit einer Druckbalkensäge, der neuen HPP 130 von Holzmar. Mit der HPP 130 erledigen Stefan Pangerl und Franz Voigt den Zuschnitt von Einzelplatten nun wesentlich präziser, effizienter und ergonomischer. Wir haben vorher vor der Plattensäge alles mit der Formatkreissäge zugeschnitten. Das waren immer 2 Leute, die da für einen Auftrag eine Stunde lang zugeschnitten haben. Und jetzt dauert das Ganze 10 Minuten mit einer Person. Also man ist einfach viel schneller, man kann sauberer arbeiten und es ist rückenschonender. Platz für eine Plattensäge war in der Schreinerei genug vorhanden, aber die liegende Plattensäge benötigt hier ohnehin kaum mehr Platz als eine herkömmliche Formatkreissäge. Wenn ich jetzt eine Formatkreissäge hinstelle, braucht die fast den gleichen Platz, weil ich muss nach hinten Platz haben, nach vorne Platz haben, seitlich Platz haben und jetzt steht halt das Ding als Ganzes da und die Platte verschwindet nach hinten. Also ich brauche nicht recht viel mehr Platz. Ab wann lohnt sich der Einsatz einer Plattenaufteilsäge von Holzmar? Macht eine solche Säge für einen kleinen Handwerksbetrieb Sinn? Für Stefan Pangerl und Franz Voigt machte sich die Investition in die neue Säge schnell bezahlt. Wir verarbeiten pro Monat um die 40 Platten und da lohnt sich das locker. Das lohnt sich wahrscheinlich schon bei 30, ja. Weil die Maschinen, die kostet 15.000 Euro mehr wie jetzt eine normale Formatkreissäge. Ja. Und ich spare mir allein durch die Personalkosten schon was ein. Ja. Also ich bin der Meinung, sofort, die gehört sofort her. Es ist jeder so froh, dass das Ding da hinten steht. Es ist wirklich so. Dass Holzmar ein Unternehmen der HOMAG Group ist, hat die Entscheidung für die Säge beschleunigt. Wir haben uns für die Holzmar Plattensäge entschieden, weil wir eben mit der Firma HOMAG, ja, die Oberfirma, sehr zufrieden sind. Also wir haben ein Bearbeitungszentrum von der Firma Weke, wir haben eine Kantenanleihmaschine von der Firma Brand und das ist ja alles die HOMAG-Gruppe. Die Verarbeitung, das ist einfach alles top, die Kabel sind sauber abgedeckt, es ist Masse da, ja. Es schaut gut aus, es gehört ja alles dazu. Und somit haben wir uns da eigentlich innerhalb von 3 Tagen entschieden dafür. Die HPP 130 ist eine kleine Plattenaufteilsäge. Doch mit der Ausstattung ist Stefan Pangerl rundum zufrieden. Wir haben alles drin, was wir brauchen in der Maschine. Und mir kommen wir super zurecht damit. Preis-Leistung war wichtig für uns. Und das hat die Maschine erfüllt, oder erfüllt die Maschine auf jeden Fall. Für das, was wir machen, Korpusbau und Zuschnitte von gelegentlich mal irgendwelchen Kunststoffplatten, ja, ist die völlig ausreichend. Und ich wüsste nicht, warum ich eine nächste größere jetzt kaufen sollte. Natürlich, wenn jetzt die Aufträge noch mehr wären, irgendwie für Zuschnitt für andere Schreinereien oder wie auch immer, dass man vielleicht dann einfach nur von den Plattenpakete mehr schneiden kann, also 4 Platten auf einmal oder 6 Platten auf einmal. Aber das momentan überhaupt nicht. Die Säge selbst ist einfach zu verstehen und auch den Umgang mit der Maschinensteuerung Cutmatic for Basic haben alle Mitarbeiter in kurzer Zeit gelernt. Einweisung hat eigentlich jeder bekommen da draußen, also jeder Geselle, die Lehrlinge nicht. Ich sag mal, das waren ein Tag Einweisung und es war eigentlich einfach.
Also es kommt jeder damit zurecht. Auch Leute, die jetzt keine Computerfreaks sind, machen das ganz toll. Die Darstellung auf dem 19-Zoll-Monitor ist übersichtlich. Hier finden die Mitarbeiter alle Funktionen, die sie täglich benötigen. Bei der HPP 130 ist die Optimierung im Büro möglich. Hier kommt die Optimierungssoftware Schnittprofit von Holzmar zum Einsatz. Bei Pangerl und Voigt hat man sich für die kleinere Variante entschieden, für die Optimierung direkt an der Säge. Cutplan. Wir sparen uns immens viel Zeit ein und nicht nur Zeit, sondern auch sehr viel Material mit der Zuschnittoptimierung. Wir haben im Kalkulationsprogramm einen gewissen Faktor hinterlegt an Verschnitt und so. Ja. Und dann wird noch ein Kalkulationsprogramm bestellt, das Material. Und seit wir die Säge haben, bleibt eigentlich bei so Sonderplatten meistens eine ganze Platte über. Also man muss den Verschnitt wirklich nach unten korrigieren. Man spart sich Geld mit dieser Maschine. Ich finde die fast noch effektiver wie ein Bearbeitungszentrum. Ja. Also es ist wirklich total super. Der Sägewagen wurde von Holzmar komplett neu konstruiert. Er ist sehr wartungsfreundlich und energiesparend, denn nur ein Motor treibt die Haupt- und Vorritzsäge an. Die Sägeblätter lassen sich dank des Holzmar Powerlock-Systems einfach und schnell wechseln. Anschließend wird die Vorritzsäge manuell justiert. Eine sehr praktische und ergonomische Lösung ist die zusätzliche Start-Stopp-Taste. Nicht nur beim Zuschnitt langer Streifen oder großer Platten ist sie sehr beliebt. Bereits vor 5 Jahren kaufte man bei Pangerl und Voigt ein Bearbeitungszentrum von Weke. Auch eine Brandkantenanleimmaschine ist im Einsatz. Mit der neuen Säge HPP 130 von Holzmar kann das Team von Pangerl und Voigt nun deutlich automatisierter arbeiten. Mit der neuen HPP 130 sind alle Mitarbeiter bei Pangerl und Voigt sehr zufrieden, auch die Chefs. Die Holzmar-Säge rechnet sich und der Umstieg von der Formatkreissäge auf die liegende Plattenaufteilsäge brachte dem kleinen Unternehmen nur Vorteile. Wir haben es jetzt da und sind super zufrieden damit. Also sparen uns Zeit, Material, wir schonen den Rücken damit, was ja auch wichtig ist. Das ist total gut und funktioniert super. Sämtliche Mitarbeiter, die damit arbeiten, sind glücklich damit, weil sie eben sich nicht mehr so anstrengen müssen. Ja. Das ist schon anstrengend, diese großen Platten auf der Formatkreissäge zuzuschneiden. Und jetzt legt man das Ding drauf, stellt seine Maße ein und dann macht es die Säge fast automatisch. Ja. Und somit sind die da schon begeistert.